Hallo Leute, schön, dass ihr wieder da seid. Ich heiße euch herzlich willkommen in das Jahr 2020 und in diesem Video zeige ich euch, was wir alles 2019 auf die Beine gestellt haben, hier in meiner Werkstatt. Deswegen würde ich sagen, wir starten gleich los. Ich mache mal einen kleinen Rundblick, nur um euch mal zu zeigen, meine Werkstatt in 360 Grad. Hier einmal der Kappsägenstand, den wir dieses Jahr gemacht haben. Da hinten, genau da, da seht ihr schon mal den Kantenschleifer, ein super geiles Projekt. Falls euch das interessiert, wie immer hier oben einfach reinklicken und ihr seht das ganze Projekt. Hier meine schöne Werkbank, gefällt mir wirklich super, meine Tischoberfräse, hier ein kleines Licht und hier mein Multiplexlager. Wenn wir auch gleich hier vorne starten, dann seht ihr gleich hier eine leere Stelle. Hier steht momentan gar nichts. Ich habe hier einen 400-Volt-Anschluss, sehr praktisch. Hier kommt auf jeden Fall mit der Zeit irgendwann vielleicht eine Bandsäge hin. Oder ich schiebe alles ein bisschen zur Seite, dann kommt hier Abrichtdickenhobel hin. Den wollte ich mir dieses Jahr auf jeden Fall noch zulegen. Ich werde mal schauen, was ich da aus diesem leeren Platz mache. Aber ich habe da überhaupt keine Bedenken, da wird auf jeden Fall irgendwas stehen. Gehen wir auch gleich rüber zu dem Kappsägenstand. Gleich neben dieser leeren Stelle steht auch mein neuer Kappsägenstand. Falls euch das Video interessiert, hier habe ich euch das verlinkt, könnt ihr euch gerne angucken, die komplette Videoserienreihe. Und wo ich schon dabei bin, eine sehr, sehr wichtige Information. Und zwar habe ich ja davon gesprochen, dass ich demnächst einen Online-Shop habe, wo ich meine ganzen Pläne für euch draufstelle, wo ihr euch das erwerben könnt. Das habe ich auch soweit alles fertig. Ich blende euch hier mal die Internetadresse ein. Eigentlich ziemlich einfach, www.woodspezi.com. Geht da drauf, schaut euch das an. Ich habe euch die ganzen Pläne verlegt. Dann habe ich außerdem einen Reiter, wo ich meine ganze Werkstattausrüstung drin habe, sprich meine ganzen Maschinen, meine ganzen Werkzeuge, Werkstatthelfer und so weiter, weil ich kriege ja ständig Fragen, was hast du da für eine Maschine, was hast du da für einen Winkel, was ist das, von wem ist das. Um euch das ganz einfach zu machen, habe ich jetzt einfach einen Reiter drin, alles mal aufgeführt mit Verlinkungen, das ist ein Affiliate, das läuft über Affiliate Marketing, über Amazon und ihr könnt da drauf und dann kommt ihr direkt zu der jeweiligen Maschine, wo ihr das erwerben könnt. Der Online-Shop ist ganz neu und ich bin immer noch dabei, ein paar Kleinigkeiten hinzuzufügen, ein bisschen abändern, damit das Ganze schöner aussieht. Nicht nur schöner, sondern auch informativer und einfacher zu bedienen. Von daher wird sich das einfach mit der Zeit verbessern. Ich habe jetzt den Stand momentan, den ihr seht, so habe ich angefangen, so fange ich an. Es funktioniert alles soweit. Ihr könnt ruhig auf die Pläne drauf, ihr könnt die erwerben. Ihr könnt auch auf die jeweiligen Maschinen drauf, über Amazon, könnt ihr euch die auch erwerben. Das ist überhaupt kein Problem. Es funktioniert alles, nur es dauert halt ein bisschen. Also nicht vergessen, der Link zu dem Shop packe ich einmal unten in die Videobeschreibung, sowie auch in meinem Kanal, in meinen Kanalinfos. Dann könnt ihr jederzeit drauf. Mit der wichtigen Information bin ich auf jeden Fall jetzt durch. Ihr wisst Bescheid, wo ihr mich besuchen könnt, wo ihr meine Pläne erwerben könnt. Und wir gehen auch gleich weiter mit dem Kappsägenstand. Ein sehr, sehr schönes Projekt, ein sehr langes Projekt und ein sehr kostspieliges Projekt. Kostspielig in dem Sinne, sehr viel Material, sehr viel Holz, sehr viele Schubladenauszüge und so weiter. Aber nichtsdestotrotz, ich finde, das Teil kann sich sehen lassen. Ich habe Platz ohne Ende. Diese Geschichte mit dem Anschlag, ich finde das wirklich super. Wie die Anschläge früher gemacht wurden, dass da wirklich so eine Art, Anschlagssystem als Wand, als Rückwand gedient hat, finde ich nicht so gut. Dieses System finde ich tausendmal besser. Der Plan zu dem Kappsägenstand kommt auf jeden Fall auch in den Online-Shop rein. Wenn er jetzt noch nicht drin ist, habe ich es nicht geschafft. Vielleicht in 2, 3, 4 Tagen einfach mal reinschauen. Das wird sich dann aktualisieren. Dann könnt ihr euch das auf jeden Fall holen. Was finde ich so geil an dem Kappsägenstand? Zum einen auf jeden Fall diese Schränke mit dem French Cleat System. Ich finde das einfach nur genial. Ich habe das jetzt ungefähr 2, 3 Mal schon rücken müssen, weil mir das einfach nicht gepasst hat. Und ich finde das wirklich super, dass man halt die ganzen Schränkchen zur Seite stellen kann, weil falls irgendwas anderes hinkommen soll und so weiter. Oh, ich kriege gerade einen Anruf. Immer diese Störenfriede. Gut, wo war ich stehen geblieben? Bei den Schränkchen, genau. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist natürlich mit den Auszügen, die ich selber gemacht habe. Ich finde die einfach nur klasse, die funktionieren super. Klar, ich habe das jetzt nicht mit diesem Sperrmechanismus da drin, ist aber nicht schlimm. Falls euch das Video trotzdem interessiert zu den Auszügen, guckt hier rein. Ansonsten kommen auch Pläne für euch von den Auszügen kostenlos auf meinen Online-Shop. Schaut auf jeden Fall auch rein, die kommen auf jeden Fall. So, wenn wir jetzt einfach mal die Kamera ein bisschen weiter nach links schwenken, sieht es ein bisschen chaotisch aus,
Wisst ihr was, ich gehe einfach näher mit der Kamera ran, ist einfacher. So, ich glaube, diese Szene wird dem einen oder anderen sicherlich bekannt sein. Das ist von einem meiner ersten Woodshop-Touren. Und zwar das Zwingregal. Das ist immer noch das gleiche wie von Anfang an. Ich habe es nicht geschafft, es zu machen. Ich hatte einfach keine Zeit. Und prinzipiell nicht nur Zeit, sondern ich brauche auch die passenden Zwingen dazu. Ich habe mir hier, ihr seht schon, die längeren Korpuszwingen geholt. Ich brauche da noch einige von. Wie gesagt, mir fehlen noch etliche Zwingen. Einige von den Einhandzwingen bin ich schon losgeworden, die älteren, weil ich fand die nicht gut. Mit der Zeit habe ich die benutzt und die waren nicht so, ich war da nicht von überzeugt. Und diese Duo-Clamps, die ich finde selbst, das sind eins der geilsten Einhandzwingen, die es gibt. Aus diesem Grunde habe ich mir schon mal 4,60er geholt, ich habe mir 2,30er geholt oder sind das 45er, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, ich werde mir noch einige davon holen, ich werde mir noch einige von den Korpuszwingen holen, ich finde die einfach nur genial. Die sind nicht günstig, ganz klar, aber die hat man ein Leben lang. Man holt sich halt nach Bedarf, genauso wie alles andere. Man holt sich alles nach Bedarf, nicht alles auf einmal, weil das ist sehr, sehr viel Geld. Und ich habe das Geld auch nicht einfach irgendwo liegen. Deswegen immer nach Bedarf holen und auf jeden Fall noch einige Zwingen muss ich mir holen. Erst wenn ich die habe, baue ich mir und konstruiere so ein schönes Zwingenregal. Dann hier unten dieser kleine Kompressor, den habe ich dieses Jahr auch mir zugelegt, und zwar der Flüsterkompressor von Implotex, absolut geil, noch gar keine Beschwerden damit, das Ding funktioniert super, es ist super leise, null Schwierigkeiten damit, Luft auszublasen, ich habe sogar meine Reifen aufgepumpt, überhaupt kein Thema, genagelt wie ein Wilder, auch super. Hier ist noch ein bisschen Krams, ach, das ist nicht Krams, irgendein Krams, das ist was sehr Interessantes. Ja, ich habe so viel Müll hier rumliegen, unglaublich. Das ist nämlich die Vorrichtung für die Schwalbenschwänze, um das per Tischkreissäge zu machen. Wahrscheinlich auch bekannt, wenn nicht, Video hier verlinkt. Ich gehe dann weiter nach links, dann kommt mein Holzlager. Schade, dass ich kein Weitwinkelobjektiv habe. Ich bin so weit mit der Kamera weg. Ich hoffe, ich bin im Fokus in dem ganzen Video. Von daher, also hier ist mein Holzlager, das nenne ich Holzlager, das sieht aus wie eine Holzmulde. Ständig bin ich dabei, Holzreste wegzuschmeißen, weil sonst stapelt sich das hier und dann ist alles voll, die ganze Werkstatt ist voll. Ist auf jeden Fall auch super, das Ding, das habe ich letztes Jahr gebaut. Dann der gute Kantenschleifer. Ich mache den mal an, der sollte ja noch funktionieren. Ach, Strom jetzt mal anmachen. Eieiei. So, machen wir das ganze Ding mal an. Perfekt. Ich zoome euch ja mal ran. Das Video dazu selbstverständlich auch verlinkt hier oben, könnt ihr euch gerne angucken. Es sind mehrere Videos, schaut es euch an, genauso wie im Online-Shop findet ihr die Pläne dazu, überhaupt kein Thema. Ich bin auf jeden Fall glücklich darüber, dass ich diese Maschine selber gebaut habe, weil so eine Kantenschleifmaschine, die kostet richtig viel Geld. Und ich habe hierfür, ja, ich würde jetzt lügen, wenn ich jetzt den genauen Preis euch sagen könnte, aber die lag so im Bereich 350 Euro, würde ich ungefähr jetzt behaupten. Links von dem Kantenschleifer seht ihr einfach mal gar nichts. Hier hängt meine Jacke, so wie sonst auch immer. Ich habe keinen Kleiderständer, aber prinzipiell unter der Jacke, da seht ihr es. Das ist Olivenholz. Das hatte ich ja damals aus dem Urlaub mitgebracht zum Drechseln. Werde ich sicherlich irgendwann nochmal benutzen, aber eine freie Stelle, komplett hier, das sind jetzt bestimmt 2 Meter, da kommt auf jeden Fall noch irgendwas hin. Also mir fällt da schon irgendwas ein. So, wir sind dann jetzt hier mittig in meiner Werkstatt und zwar steht hier das Herzstück, und zwar die Tischkreissäge. Das ist meine CS50, die habe ich jetzt schon fast ein Jahr. Ich habe alles Mögliche schon damit gesägt, alle möglichen Varianten ausprobiert, was möglich ist. Super geile Tischkreissäge, hat mich kein einziges Mal im Stich gelassen, funktioniert einwandfrei wie am ersten Tag. Und klar, einige von euch mögen diese Säge nicht, weil sie so klapprig ist.
sagt ihr. Ich sag, die ist nicht klapprig, das ist halt eine Säge für einen mobilen Einsatzzweck, ganz klar. So wurde sie auch konstruiert und gebaut. Die hat diese zwei Klappbeine. Klar, wenn ich jetzt hier dran wackel, dann wackelt das ganze Gestell, aber ich habe trotzdem keine Schwierigkeiten, große, schwere Werkstücke hier drauf zu sägen. Null Schwierigkeiten. Ich kann sie auf jeden Fall jedem empfehlen. Klar, wenn ihr nicht das Geld dafür habt, dann holt euch die einfach nicht, holt euch eine andere, da gibt es noch andere Sägen. Aber ich persönlich kann diese Säge auf jeden Fall jedem empfehlen, weil sie wirklich gut ist. Die ist einfach gut und das kann man nicht bestreiten. Diese Säge kommt dennoch weg, nicht komplett weg, sondern natürlich in meine Multifunktionswerkbank mit eingebaut. Ich freue mich schon riesig auf das Projekt, wenn das demnächst kommt. Also unbedingt einschalten und nicht verpassen. Der gute Bohrständer ist auf jeden Fall eins meiner neuesten Projekte. Ist auch wirklich gut angekommen bei euch. Ich finde, das Ding ist einfach nur genial. Ich habe jetzt wirklich oft damit gearbeitet und ich möchte auch nichts ersetzen. Ich habe alles eingebaut, was ich brauche. Und das ist natürlich das Geile, wenn man so ein Projekt baut und wenn man so damit zufrieden ist, dass man einfach nichts mehr verändern möchte. Wenn ihr diesen Punkt erreicht habt, dann wisst ihr, ihr habt irgendwas richtig gemacht für euch selbst. Und das freut mich riesig, dass ich das geschafft habe. Wirklich ein klasse Projekt, ein sehr gelungenes Projekt auf jeden Fall. Und selbstverständlich die Baupläne auch, das findet ihr im Online-Shop. Schaut einfach selbst rein, überzeugt euch von den Plänen und viel Spaß auch damit, ne? Die gute alte Tischoberfräse. Die habe ich zwar nicht letztes Jahr gebaut, 2019, sondern davor, aber das Ding lässt mich einfach nicht hängen. Das funktioniert wirklich genial. Ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll. Klar, Paralleleinschlag ist ein bisschen hin. Da habe ich damals einen Fehler gemacht, habe ich nicht drüber nachgedacht. Aber ich werde das Ganze neu machen, mir eine neue Fräse dafür auch holen. Ihr habt mir ja schon einige Vorschläge gegeben, wie zum Beispiel die Trend T11. Das waren die meisten, genauso wie die vom Sauter Shop, die Suna, glaube ich, die Oberfräse und auch die Triton. Die Triton an sich mag ich nicht. Ich mag einfach diese Oberfräse nicht. Die sieht irgendwie, versteht mich nicht falsch, die sieht irgendwie billig aus. Es kann sein, dass ich mich irre. Ich habe sie jetzt einmal in der Hand gehabt. Die fühlt sich für mich auch persönlich irgendwie nicht so gut an, muss ich ganz ehrlich sein. Die Trend, die finde ich schon mal um einiges besser. Die Suna sieht auch gut aus. Ob sie wirklich gut ist, wird wahrscheinlich, aber klar, die Festool OF1400 finde ich auch geil, kostet ein bisschen mehr. Ich werde mich auf jeden Fall noch entscheiden müssen, aber das dauert noch ein bisschen. So, das war es dann auch schon mit der Shop-Tour für 2019. Wie ihr seht, da waren einige sehr große, komplizierte Projekte für die Werkstatt selbst. Ich habe nicht nur für die Werkstatt, sondern auch sonstige Videos gemacht. Schaut einfach in meinen Kanal, in den ganzen Videos mal rein, was ich so gemacht habe. Vielleicht interessiert euch ja das ein oder andere Video. Würde mich auf jeden Fall freuen. In diesem Sinne möchte ich mich auch bei euch allen wirklich herzlich bedanken für das Jahr 2019. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit euch. So viele nette Kommentare, klar, sehr viele Hasskommentare, aber das ist ja ganz normal. Finde ich auch nicht schlimm, gehört dazu. Aber wirklich, so viele nette Leute, nette Kommentare, um einfach mal ein paar zu erwähnen, die mir jetzt spontan einfach in den Kopf fallen. Kurt, Martin, Raphael, Heiko, Hansi. Da waren so viele Leute, die ständig bei meinen Videos sind, immer kommentieren, immer nett kommentieren. Auch ist ja auch, ich erwarte ja von keinem, dass sie jetzt immer sagen, oh Mario, richtig geil gemacht. Nein, es kann auch mal was Produktives sein. Eine gute Kritik finde ich auch geil. Also schreibt mir, das war jetzt nicht so genial, das hättest du so vielleicht ein bisschen besser machen können. Ist ja auch nicht schlimm. Ich versuche immer zu antworten und sowas als Kommentar finde ich auch immer wieder super. Sehr von sehr, sehr vielen Leuten. Wenn ich jetzt natürlich Kommentare kriege wie, boah, du bist scheiße, dein Projekt ist scheiße, damit kann ich einfach nichts anfangen. Von daher, Leute, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung für das Jahr 2019. Ich hoffe, ihr unterstützt mich natürlich auch für das Jahr 2020. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns auf jeden Fall zum nächsten Projekt wieder.